Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner, ja, verregneten Baustelle heute für euch mit einem heißen Thema. Und zwar geht es heute um die Brennstoffzellenheizungen. Jawohl, richtig mal Hightech hier beim Fachwerker. Wir schauen uns heute mal an, was ist eigentlich eine Brennstoffzellenheizung? Wie funktionieren Brennstoffzellen überhaupt? Dann gucken wir uns natürlich auch an, was kosten die eigentlich und vor allen Dingen in der Anschaffung und auch im Betrieb. Dann vergleichen wir das Ganze mal mit anderen Heizungstypen, schauen mal, wie sich die Brennstoffzellenheizung da so schlägt und zum Ende klären wir natürlich auch die Frage, lohnt sich denn jetzt die Investition in so eine Heizung oder nicht? So, dann steigen wir erstmal ein mit der grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich eine Brennstoffzellenheizung? Viele werden mit Sicherheit schon mal den Begriff Brennstoffzelle gehört haben. Einige wissen vielleicht sogar, wie sie so grob funktioniert. Für die, die es nicht wissen, kein Problem. Ich werde das gleich im nächsten Kapitel nochmal erklären. Man kann auf jeden Fall festhalten, eine Brennstoffzelle erzeugt eben gleichzeitig elektrische Energie und Wärme. Das ist natürlich für den Einsatz in einem Wärmeerzeuger schon mal ziemlich praktisch. Allerdings reicht die Wärmeenergie, die so eine Brennstoffzelle erzeugen kann, für so ein normales ein Familienhaus, vor allen Dingen jetzt unser Beispiel gleich, was wir rechnen, reicht das nicht aus. Das heißt, man kombiniert dann in einer Brennstoffzellenheizung immer die Brennstoffzelle zusammen mit einer Gastherme. Die Gastherme springt dann halt immer ein, wenn man Spitzenlasten benötigt, beziehungsweise wenn man immer dann, wenn man mehr Leistung, mehr Wärmeenergie benötigt, als die Brennstoffzelle gerade bereitstellen kann. Jetzt denken einige, wie eine Gastherme, warum macht man sowas denn? Ich denke, Gasthermen sind irgendwie total verpönt und so, ne? Das ist ganz interessant, das liegt nämlich daran, dass man eine Brennstoffzellenheizung an sich mit Erdgas betreibt. So, jetzt die so ein bisschen aufgepasst haben in Chemie, die denken jetzt, was, wie Erdgas? Eine Brennstoffzelle funktioniert doch klassischerweise mit Wasserstoff. Ja, Leute, das ist wohl wahr. Aber was haben wir in Deutschland nicht? Eine funktionierende Wasserstoffinfrastruktur. Ne? Haben wir verpennt, wie so vieles andere auch. Und da haben natürlich dann die Hersteller von solchen Systemen, also von Brennstoffzellenheizungen, haben natürlich ein Problem. Die können jetzt ja kein Produkt auf den Markt bringen, was einen Energieträger benötigt, den es praktisch gar nicht gibt. Ne? So. Aber da gibt es zum Glück auch technische Lösungen. Und zwar nennt sich das Sauerwasser. Dampfreformierung. Da komme ich auch gleich noch drauf. Das heißt also, in einer Brennstoffzellenheizung ist auch immer ein Dampfreformer drin und der ist in der Lage, das Erdgas, das besteht ja meistens aus zu hohen Teilen, zu fast vollständig aus Methan, also CH4, und das praktisch aufzuspalten in so einem zweistufigen Prozess, um daraus eben den Wasserstoff zu gewinnen. Nachteil ist, ich habe natürlich dann auch tatsächlich Abgase und zwar mehr oder weniger fast die gleichen Abgase wie auch bei der Gastherme selber. Das ist eben der Nachteil, ne, weil es nicht mehr reinem Wasserstoff betrieben wird. Aber dadurch kann ich es eben mit normalem, stinknormalem Erdgas betreiben. Alternativ kann man die Brennstoffzellenheizungen auch mit Flüssiggas betreiben. Also wenn man jetzt so wie wir außerhalb wohnt und hat eben keinen Gasanschluss, dann kann man die auch mit Flüssiggas betreiben. Allerdings muss man da genau aufpassen. Es gibt nicht sehr viele Wärmepumpen auf dem Markt, nicht sehr viele Brennstoffzellenheizungen auf dem Markt, die eben auch Flüssiggas unterstützen, weil Flüssiggas schon chemisch eine etwas andere Nummer ist und der Reformierungsprozess sieht da ganz anders aus. Also entweder der Reformierungsprozess oder aber es ist tatsächlich ein ganz anderer Brennstoffzellentyp verbaut. Ne? Auch da komme ich gleich drauf zu sprechen, keine Sorge. Also können wir festhalten, grundsätzlich eine Brennstoffzellenheizung erzeugt immer elektrische Energie und auch Wärmeenergie. Das ist das Interessante. Die benötigt immer Erdgas bzw. ein Gas zum Arbeiten und beinhaltet eben auch immer eine entsprechende Gastherme für Spitzenlasten. Ja, dann kommen wir als nächstes auf die Frage, wie eigentlich so eine klassische Brennstoffzelle funktioniert. Ich sage klassische Brennstoffzelle, weil es gibt sehr, sehr viele Typen von Brennstoffzellen, die auch zum Teil vollkommen unterschiedlich funktionieren. Und ich sag mal so, was man auch, wenn man in der Schule aufgepasst hat, das ist so meistens die Brennstoffzelle, die Polyethylenmembran-Brennstoffzelle, PEM-FC, also FC steht immer für Fuel Cell, ne, also PEM-Brennstoffzelle. Das ist so der Klassiker. Ne? Das ist auch zum Beispiel die Brennstoffzelle, die häufig in den Brennstoffzellenheizungen eingesetzt wird. Alternativ kann man noch die SOFC einsetzen. Das ist eine Festoxid-Brennstoffzelle. Die funktioniert auch für eine Heizung. Aber wir gucken jetzt erstmal einmal uns die PEM-Brennstoffzelle an. Ich kann mal gucken, ob ich hier ein Bild finde, das kann ich dann hier mal einblenden. Und ihr sagt ja, ein Bild ist ja meist immer besser als 1000 Worte. Grundsätzlich wissen wir ja, so eine PEM-Brennstoffzelle, die funktioniert letzten Endes mit Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf mein Bild, das wird man hoffentlich dann sehen können, ich habe also auf der einen Seite, an der Anodenseite, da habe ich meinen Wasserstoff und dazwischen ist im Prinzip ein Elektrolyt zwischen der Anode und der Kathode.
ist ein Elektrolyt mit einer entsprechenden Membranstruktur. Das sorgt im Prinzip dafür, dass mein Wasserstoff in der Form, wie er jetzt da vorliegt, nicht auf die andere Seite rüberkommt, zur Kathode. Ja, sondern der wird jetzt an der Kathode praktisch an der Anode aufgespalten. Das nennt sich auch Dissoziieren. Und die Elektronen, die werden jetzt außen rum geleitet. Und die jetzt positiv geladenen, also die Wasserstoffprotonen, wenn man so möchte, die können durch die Membran hindurch diffundieren. So, das ist im Prinzip ein Oxidationsvorgang. Und die Elektronen, die gehen jetzt oben rum, da hat man den geschlossenen Stromkreis. Und auf der Kathodenseite, da findet jetzt die Reduktion wieder statt. Das heißt, da fügen sich jetzt die Komponenten wieder zusammen. Und zwar verbinden sich jetzt die Wasserstoffprotonen mit dem Sauerstoff. Und zusammen mit den Elektronen ergibt das dann H2O. Ja, so. Ganz einfach gesagt. Also sprich, wie gesagt, auf der einen Seite wird der Wasserstoff aufgespalten, die Elektronen wandern über den Stromkreis, die Protonen wandern durch die Membran, das Ganze verbindet sich wieder, chemisch wird daraus Wasser und elektrische Energie. Und dieser ganze Vorgang ist exotherm, nennt sich das, das heißt, da wird dann auch eine gewisse Wärmeenergie bei frei. Das ist eigentlich auch schon das grobe Grundprinzip von Brennstoffzellen, wenn man so möchte. Ja, jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, es gibt für den Einsatz in einer Brennstoffzellenheizung hauptsächlich zwei Typen, die dazu in Frage kommen, und zwar einmal die PEM, also die Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle und die SO-Brennstoffzelle, das ist dann die Festoxid- oder Festkeramik- oder Oxidkeramik-Brennstoffzelle. Das eine, also ich sag mal, beide Typen funktionieren, das haben die Hersteller natürlich im Griff, dass das funktioniert, haben natürlich so ein bisschen intern gesehen ihre eigenen Vor- und Nachteile. Jetzt nur mal so, damit man es mal gehört hat, eine PEM Brennstoffzelle. Das ist eine sogenannte Niedertemperatur-Brennstoffzelle. Die läuft so bei 60 bis 90 Grad Celsius, wandelt dann eben den reinen Wasserstoff und den Sauerstoff eben in Wasser um und erzeugt halt Energie und Wärme. Ja. Und das ist letzten Endes, sage ich mal, so die Brot- und Butter-Brennstoffzelle. Man braucht, was ein bisschen blöd ist, gerade in der Massenfertigung natürlich, relativ edle Metalle für die Katalysatoren und so weiter, damit das bei so niedrigen Temperaturen alles funktioniert. Die Systemtechnik drumherum ist dann so ein bisschen komplexer. Und man braucht natürlich dann den Dampfreformer an der Stelle, damit ich mein Erdgas, was ich ja nun nehme, damit ich das eben reformiere in reinen Wasserstoff. Weil ich eben schon darauf achten muss, dass ich die Brennstoffzelle wirklich nur mit reinem Wasserstoff betreibe. Ansonsten geht der Katalysator irgendwann kaputt und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Anders ist das bei der Festkeramik- oder Oxidkeramik-Brennstoffzelle. Die ist da ein bisschen lockerer drauf. Das ist nämlich eine Hochtemperaturbrennstoffzelle. Die läuft mit so etwa 600, 650 bis zu 1000 Grad. Da kann man sich schon vorstellen, das ist jetzt nichts, wo du direkt die Fußbodenheizung dran anklemmen kannst. Da läuft das Ganze also schon mit etwas höheren Prozessen ab. Der Vorteil ist, dadurch, dass das jetzt auch dann vom Prinzip, von den Reaktionsgleichungen her ganz anders funktioniert, kann ich so eine SO-Brennstoffzelle, die kann ich direkt mit Erdgas betreiben. Da findet nämlich dieser ganze Reformierungsprozess innerhalb der Brennstoffzelle statt. Und da brauche ich mir auch dann gar keine Gedanken drum machen. Ja? Also der Vorteil bei der Brennstoffzelle ist letzten Endes, dass ich da dann auch nicht so hohe Materialkosten habe, weil ich da nicht so edle Metalle verwenden muss. Eben, das ist ja häufig so, bei höheren Temperaturen funktioniert das dann meistens alles ein bisschen einfacher. Grundsätzlich funktionieren natürlich beide Brennstoffzellen als Einsatz in einer Brennstoffzellenheizung. Ich habe jetzt auch nicht groß Preisunterschiede gefunden dazwischen. Was mich jetzt mal persönlich interessiert hätte, das wären so wirkliche technische Angaben dazu, wie die intern, also wie viel interne Verbräuche die so haben, ob jetzt die eine besser ist als die andere, so als Zukunftstechnologie. Ne? So. Aber grundsätzlich, sage ich mal, haben die Hersteller, die Dinger vertreiben, das im Griff. Also sprich als Verbraucher, als Benutzer der Brennstoffzellenheizung, da merkst du jetzt eigentlich nicht, ob das jetzt eine Festkeramik-Brennstoffzelle ist oder eine Brennstoffzelle. Ich verspreche mich da jedes Mal. Polymer-Ethanol. Mach, was du willst. Ja, dann hatte ich ja eben noch gesagt, wir gucken uns den Dampfreformer noch einmal genauer an. Auch da wieder nur ganz grobe Erklärung, wie man sich das vorstellen muss, wie das halt funktioniert. Auf die eine Seite, da habe ich mein Erdgas, das kommt rein in den Dampfreformer, und auf der anderen Seite kommt mein Wasserstoff wieder raus, mit dem ich dann meine Brennstoffzelle füttern kann. Hatte ich ja eben schon gesagt, die PEM-Brennstoffzelle ist eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle, und da ergibt sich halt das Problem, weil diese Dampfreformierungsprozesse, die müssen eben bei sehr hohen Temperaturen ablaufen. Deswegen nutzen eben die einen Hersteller die Festkeramik-Brennstoffzellen oder Oxidkeramik-Brennstoffzellen. Da läuft das alles in der Brennstoffzelle ab, weil die ganze Brennstoffzelle eh in Richtung 1000 Grad funktioniert. Und wenn ich eben eine Niedertemperatur-Brennstoffzelle habe, dann habe ich dafür einen eigenen Dampfreformierer eingebaut. Da leite ich also das Erdgas rein, und dann läuft da drin, da kann man sich vorstellen,
vorstellen, ein zweistufiger Prozess ab, in dem ich dann im ersten werden also praktisch die Kohlenwasserstoffe aufgespalten, zusammen mit Wasserdampf, und das Ganze passiert dann so bei 700, 800 Grad. Es ist also dann schon richtig heiß, da brauche ich übrigens auch Gas für natürlich, um das Ganze, um diese ganze Reaktion da auf diese Temperatur zu bringen. Da spalte ich das ab, da gewinne ich dann schon den ersten Wasserstoff, und da entstehen allerdings auch Kohlenmonoxid und so weiter, und das möchte ich ja möglichst auch vermeiden. Das heißt, dann gibt es danach noch eine zweite Stufe, das ist die sogenannte Shift-Reaktion, und dabei wird dann noch das verbleibende Kohlenmonoxid und so weiter, das wird dann nochmal vermischt mit Wasserdampf bei etwas niedrigerer Temperatur, so bei 250, 300 Grad. Da gewinne ich dann nochmal Wasserstoff draus und mache aus dem Kohlenmonoxid dann Kohlendioxid. So, und das ist dann praktisch dann mein Abgas, was dabei rauskommt. So, dann schauen wir uns als nächstes mal die Anschaffungs- und Betriebskosten der Brennstoffzellenheizung an. Erstmal grundsätzlich, mein Beispiel ist ja immer bei Heizungen ein Haus mit einem Wärmebedarf von 30.000 Kilowattstunden. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch überlegen, Moment, die Brennstoffzelle erzeugt ja auch elektrische Energie, und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist nämlich eins der Hauptgewinne dabei. Das heißt, wir rechnen also auch mit einer elektrischen Energie pro Jahr, und da habe ich mir überlegt, was ganz gut passen würde, das sind 30.000 Kilowattstunden Wärme und 5.000 Kilowattstunden elektrische Energie, die wir benötigen für unseren Haushalt. So, die Brennstoffzelle meistens, also die Brennstoffzellenheizungen, die sind meistens so dimensioniert, dass die Brennstoffzelle selber so um die 650 bis 750 Watt hat, also elektrische Abgabeleistung, und dabei erzeugt die so ungefähr 1100 Watt an Wärmeleistung. Das über den Tag gerechnet, über das Jahr gerechnet, kommst du da ungefähr auf eine Ausbeute jetzt pro Jahr an elektrischer Leistung ungefähr in Richtung 5500 Kilowattstunden. Und also reell, ne, man darf das jetzt nicht hochrechnen, das sind, wenn du jetzt die Leistung nimmst pro Tag und so weiter, dann kommst du so auf 18 Kilowattstunden pro Tag theoretisch, und pro Jahr sind das irgendwie 6300 oder so. Aber die Brennstoffzelle läuft erstmal nicht immer zu 100%, die hat auch zwischendurch mal Ruhezeiten, wo die sich regenerieren muss und so weiter. Dann, wenn die Wärme nicht abgenommen wird, fährt die runter und so weiter. Also reell kommst du in Richtung 5500 Kilowattstunden elektrische Leistung. Wärmeleistung schafft sie dann pro Jahr in diesem Bereich um die 10.000 Kilowattstunden. Das bedeutet, wir haben also schon mal ein Drittel unserer Wärmelast gedeckt. Das ist schon mal nicht schlecht. Die verbliebenen 20.000 Kilowattstunden, die muss dann eben die integrierte Gastherme übernehmen. Und auf der elektrischen Seite sieht es dann so aus, dass wir auch da natürlich mit einer Eigenverbrauchsquote rechnen können oder müssen. Und das läuft allerdings, ich sag mal so, da muss man jetzt ein bisschen drauf achten. In der Photovoltaikwelt, da sind ja Eigenverbrauchsquoten über 30-40%. Bei kleinen Anlagen wird ja gleich schon geschrien, ist völlig unrealistisch. Das ist auch so. Photovoltaik funktioniert nun mal auch ein bisschen anders. Da hast du mittags, wenn alle auf der Arbeit sind und nur zu Hause der Tamagotchi läuft, den hast du kommen da 5000 Watt rein. Ne, so, und wenn abends alle da sind und die großen Verbräuche angestrebt werden, dann ist die Photovoltaik aus. Ne? So, deswegen hast du da keine optimalen Eigenverbrauchsquoten. Bei der Brennstoffzelle ist es ja was anderes. Die läuft ja durch. Die läuft Tag, die läuft Nacht, die läuft morgens, die läuft abends, scheißegal. Die läuft immer. Und dadurch hast du eine sehr hohe Grundlast, die abdecken kann, die man vor allen Dingen an der Stelle, da komme ich gleich auch noch drauf, mit einem elektrischen Speicher tatsächlich sehr sinnvoll erweitern kann. Ja? Aber da kommen wir gleich drauf. Sodass man da durchaus Eigenverbrauchsquoten von so circa 80%, würde ich mal schätzen, annehmen kann. Das heißt, von deinen 5000 Kilowattstunden, die du brauchst, kannst du tatsächlich 4000 Kilowattstunden aus dem System ziehen und brauchst nur noch 1000 Kilowattstunden dazu kaufen. Das ist jetzt so unsere Ausgangsbasis für die Berechnung von den ganzen Anlagen. Ja, bei den Anschaffungskosten sieht es dann so aus, da kommt es natürlich klar, es kommt natürlich aufs Gerät an und so weiter. Ich betrachte jetzt auch da wieder nicht die Installationskosten, die sind ja immer viel zu individuell. Also bei allen Vergleichen nehme ich jetzt nur die reinen Anlagenkosten. Man muss jetzt schauen, bei der Brennstoffzellenheizung sollte man auf jeden Fall einen möglichst großen Pufferspeicher dazu nehmen, der ja auch dann eventuell ein bisschen mehr Kosten verursacht. Aber man kann sagen, je nach Anlagentyp und nach Hersteller und so weiter, kommt man auf einen groben Anlagenpreis von, sagen wir mal, 25.000 bis 30.000 Euro, ne? Also groben Anschaffungspreis. Jetzt gibt es natürlich eine Förderung, ganz klar. Das ist ja das, was als erstes kommt. Wie sieht das denn mit Förderungen aus? Ja, natürlich, auch eine Brennstoffzelle wird gefördert. Allerdings ein klein wenig anders als jetzt andere Heizungen. Eine Brennstoffzelle wird gefördert, einmal ganz klar von der KfW natürlich, über das ganz normale Programm 433. Da kann man sich je nach Anschlussleistung der Brennstoffzelle, danach geht es, also wie viel elektrische Leistung leistet die Brennstoffzelle, kann man sich dann pro 100 Watt, gibt es so und so viel Euro. Also bei einer 700 Watt oder was Brennstoffzelle, da sind das dann schon mal alleine über die Anschlussleistung, kriegst du dann schon mal eine Förderung von ca. 11.000 Euro. Das ist also schon mal gar nicht schlecht. Dann gibt es noch, habe ich gesehen, andere Programme.
Auch von der BAFA, da gibt es noch einen sogenannten KWK, das ist also der Kraft-Wärme-Kopplungszuschlag, weil die Brennstoffzelle oder die Brennstoffzellenheizung ist ja vom Prinzip her eine Kraft-Wärme-Kopplung. Da kannst du dann also nochmal so 1700 Euro, glaube ich, über 11 Jahre wird das dann irgendwie ausgezahlt. Aber wie auch immer, auf jeden Fall kriegst du da auch eine Förderung. Und es gibt wohl noch irgendeine Möglichkeit, beim Hauptzollamt das irgendwie anzumelden und eben die Steuer für das Gas zum Teil wieder zurückzukriegen, wodurch du ja nochmal 60 Euro im Jahr sparen könntest. Da fragt mich jetzt nicht, das habe ich nur gelesen, aber nicht weiter vertiefen können. Aber 60 Euro jetzt, das macht jetzt ja den Kohl auch nicht so fett. Aber nichtsdestotrotz, wenn du alles zusammenrechnest, kommst du da tatsächlich in Richtung 14.000 Euro an Förderung. Das heißt also, unsere Anlage kostet am Ende, so eine Brennstoffzellenheizung liegt dann irgendwo so im Bereich zwischen 11.000, 12.000 bis vielleicht maximal 16.000, so in dem Bereich. Und wenn man dann überlegt, dann ist man auf jeden Fall mit dem Typ Heizung in der gleichen Kategorie wie eine Pelletheizung, das ist die gleiche Kategorie wie eine Wärmepumpe und so weiter. Also dank der Förderungen ist natürlich jetzt die Technik nicht wesentlich teurer als andere Heizungen. Ja, dann kommen wir nochmal auf die Einspeisung. Das funktioniert natürlich mit der Brennstoffzelle auch, wenn man das möchte. Man kann also die überschüssige Energie, wir haben es ja gesagt, in unserem Beispiel wären das ja ungefähr 1500 Kilowattstunden pro Jahr, die wir nicht benötigen, die wir einspeisen könnten. Wie funktioniert das? Ein bisschen anders als bei einer Photovoltaikanlage. Ist es ja unser EEG-Gesetz, was letztendlich dafür sorgt, dass wir immer eine Zahl auf dem Teller liegen haben. Jetzt in diesem Fall sind es aktuell 8 Cent, wo wir mit arbeiten können. Jetzt hat natürlich eine Photovoltaikanlage auch eine ganz andere Anschlussleistung. Also da kommt ja auch wirklich selbst bei 8 Cent immer noch ein bisschen was bei rum. Bei einer Brennstoffzelle, die ist ja nun mal keine Photovoltaik, das heißt, das ist eine ganz andere Kategorie. Da reden wir über die Kraft-Wärme-Kopplung. So, darüber kann ich auch Energie einspeisen, dafür kriege ich auch eine Vergütung, allerdings nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder was. So, das ist schon mal was ganz anderes. Ihr müsst also an der Stelle mit dem Netzbetreiber sogar direkt mehr oder weniger verhandeln und kriegt im Zweifelsfall nur den sogenannten KWK Baseload. Also das ist so die Mindestvergütung. Und ich glaube mal nicht schlichtweg, dass man mehr kriegt als die Mindestvergütung. Warum sollte der Netzbetreiber dir mehr für den Strom zahlen? Ja, und die Mindestvergütung liegt irgendwie so bei 3,5, 3,8 Cent oder so. Ist jetzt also nicht gerade wahnsinnig viel. Wenn man sich jetzt bedenkt, die Brennstoffzelle hat ja nur so eine kleine Anschlussleistung. Und dann kriegst du dafür nur die Hälfte oder fast sogar nur ein Drittel von dem, was du für eine eingespeiste Kilowattstunde von einer Photovoltaikanlage bekommst. Ich habe mal geguckt, wenn du es dir hochrechnest, bei unserem Beispiel, wir haben ja 1500 Kilowattstunden zum Einspeisen, da bleiben keine 60 Euro bei hängen im Jahr. Ja, dann kommen wir nämlich auch auf den Stromspeicher. Das ist nämlich genau die Geschichte, was ich meine, dass eine Brennstoffzellenheizung mit einem Stromspeicher tatsächlich eine ziemlich interessante Option ist, ja, weil es eben durchaus anders funktioniert als bei einer Photovoltaikanlage. Wir wissen ja, die Brennstoffzelle läuft jetzt permanent durch mit 600, 700 Watt um den Dreh und damit erzeugt die pro Tag rund 18 Kilowattstunden. Wenn wir jetzt so unsere 80% Eigenverbrauchsquote haben, haben wir ja gesagt, dass es letzten Endes sind es ja nur die Spitzenlasten, vielleicht mittags oder abends, wenn halt mittags gekocht wird und der Herd an ist und sonst irgendwas und dann abends oder was noch der Trockner und die Waschmaschine laufen, dann hast du halt mal für eine Stunde oder was hast du Spitzenlasten, die Brennstoffzelle nicht abdeckt. Aber am Rest des Tages eben schon. Und dafür bräuchte man einen vergleichsweise kleinen Stromspeicher, so sagen wir mal um die 4 Kilowattstunden, um diese Spitzenlasten abzudecken, weil er ja praktisch dann immer wieder über Nacht die Möglichkeit hat, wieder aufzuladen und so weiter. Also da kann man schon mit einem relativ kleinen Speicher arbeiten und so ein Ding kostet irgendwie 1500 Euro, so um den Dreh. Und damit käme man schon fast in die Richtung, dass man behaupten könnte, man wäre autark auf der Stromschiene. Und das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe das auch mal hier in der kleinen Grafik, da habe ich mal das beides mal gegenübergestellt. Das heißt, eine reine Brennstoffzellenheizung, ja, die also jetzt immer noch 1000 Kilowattstunden pro Jahr an Strom benötigt und eben die 20.000 Kilowattstunden an Wärme, die zugekauft werden müssen, plus natürlich die Energie, die ich brauche, um die Wärme, Brennstoffzelle zu betreiben. Und dagegen einmal das gleiche, also die gleiche Konfiguration, nur eben inklusive einem Speicher. Und das sehen wir schon, nach relativ kurzer Zeit, also irgendwie so 6, 7 Jahre, da hat sich der Speicher schon abbezahlt letzten Endes. Und
im weiteren Verlauf, jetzt geht die gerade bis 30 Jahre, Leute. Ja, ich weiß auch, ich habe es jetzt nur mal so, damit man überhaupt den Verlauf vernünftig erkennen kann. Ne, aber selbst wenn man bei 20 Jahren schon schaut, ist das System mit Speicher tatsächlich im Vorteil. Und es ist auch, wenn man sich das eben vorstellt, macht es tatsächlich auch Sinn, eben genau wie ich ja auf der Wärmeseite einen Pufferspeicher einbaue, um die Wärme speichern zu können aus dem System, was permanent Wärme erzeugt, mache ich das eben auf der Energieseite, auf der Stromseite auch, ja, indem ich da auch einen Speicher, in dem Falle halt einen Elektrospeicher einbaue, um die elektrische Energie zu puffern. Ne? So. Und in meinen Augen macht das schon Sinn und die Zusatzinvestition, die man dadurch hat, ist ja vergleichsweise gering. Wenn ich sowieso schon von 30.000 Euro oder 25.000 Euro in Richtung 10.000, 12.000 Euro runterkomme, dann kann ich auch die 1.500 Euro noch in den Stromspeicher packen. Ja? So, dann würde ich sagen, dann vergleichen wir doch einfach mal unsere Brennstoffzellenheizung mit anderen Heizungstypen. So, und was liegt da näher, als einfach mal mit einer ganz ordinären Gastherme anzufangen im Vergleich? Da müssen wir auch mal eins noch, das habe ich, glaube ich, eben gar nicht so nochmal genau rausgenommen, was noch relativ wichtig ist bei der Brennstoffzellenheizung. Wir haben ja gesagt, die erfüllt ja ein Drittel unseres Wärmebedarfs, ne? Und gleichzeitig fast 80% des Strombedarfs. Ja, aber dafür braucht sie natürlich auch Gas. So, und das bedeutet, für unsere 30.000 Kilowattstunden Wärmebedarf, die wir brauchen im Haus, benötigt die Brennstoffzellenheizung am Ende Gas als Äquivalent zu 40.000 Kilowattstunden, weil wir 20.000 Kilowattstunden, haben wir gesagt, müssen wir eh dazu kaufen. Das heißt, 20.000 Kilowattstunden verbrennt ja die interne Gasheizung in unserer Brennstoffzelle. Und 20.000 Kilowattstunden pro Jahr braucht die Brennstoffzelle, damit sie eben für 10.000 Kilowattstunden Wärme erzeugen kann und eben 5.000 Kilowattstunden elektrische Energie. So, also sprich, ich habe mit der Brennstoffzelle sogar 10.000 Kilowattstunden mehr Gasverbrauch als mit einer normalen Gasheizung. Ja? Also sprich, was gegen die Brennstoffzelle spricht, sind natürlich Erhöhungen im Gaspreis, weil die nehme ich natürlich dann richtig voll mit. Andersrum sind natürlich für die Brennstoffzelle immer optimal Erhöhungen im Strompreis. Aktuell hält sich das aber ziemlich die Waage, so von daher macht das in den Kurven nicht so einen großen Unterschied. So, und deswegen habe ich jetzt mal angefangen und habe gesagt, okay, ich vergleiche das ganze Ding mal einfach mit einer schlichten Gasheizung. Bei einer Gasheizung wissen wir ja auch, da ist ja gar nicht mehr so erlaubt, einfach jetzt eine Gasheizung irgendwo neu einzubauen, das darf man ja auch schon gar nicht mehr, sondern nur noch in Verbindung mit einer Solarthermieanlage. Ist aber gar nicht schlimm. Gasheizungen sind ja nun auch vergleichsweise günstig. Und dafür, wenn man sie mit einer Solarthermieanlage kombiniert, bekommt man da auch 35% Förderung. Ansonsten bekommt man gar nichts, ne? Nicht mal einen warmen Händedruck. So, die Sache ist an die, eine Gasheizung, wissen wir, sind ja recht günstig, da kosten so die Anlagen irgendwie so 4.000, 5.000 Euro. Wenn man jetzt also eine reine Gasheizung im Austausch, wenn es da noch erlaubt ist, einbaut, dann wäre das praktisch für den Preis machbar. Allerdings kriegt man da keine Förderung. Wenn man allerdings eine Solarthermieanlage dazu kauft, ich bin jetzt kein Freund von Solarthermieanlagen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich sage mal, dann erhöht sich der Anlagenpreis auf so in Richtung 10.000 Euro. Dafür gibt es aber 35% Förderung und dann liegst du am Ende so bei 6.000, 6.500 Euro. Das heißt, für die paar Euro, die es einen dann extra kostet, macht es dann schon Sinn, die Solarthermieanlage dazu zu kaufen, weil am Ende des Tages oder am Ende des Jahres spart dir natürlich die Solarthermieanlage trotzdem irgendwas so um 10-15% an Brennstoff. Das heißt, das sind dann ungefähr 4.500 Kilowattstunden Gas, die du weniger brauchst. Und das spart natürlich Geld und ich kann das mal hier in eine Grafik mal zeigen. Ich habe das hier schon mal übereinander gelegt, da sieht man das also, man hat hier die Gasheizung in Gelb. Das ist auch die teuerste, klar, die niedrigste Anschaffung, aber eben dadurch, dass ich den vollen 30.000 Kilowattstunden Verbrauch habe im Gas, eben dann auch die teuerste. Und dann eben die Gastherme mit einer Solarthermieanlage dabei, habe ich einen etwas höheren Anschaffungspreis, aber man sieht schon von Anfang an, ist die gerade relativ flach, beziehungsweise flacher als die andere, ist dadurch auf jeden Fall günstiger. Und in Rot eben die Brennstoffzelle, wir hatten ja gesagt, wir rechnen mit Speicher, die Brennstoffzelle mit Stromspeicher an der Stelle ist dann in den Jahren dennoch das günstigste. Ne? So. Aber man sieht halt schon, das funktioniert eben mit der Solarthermie an der Stelle bei einer Gasheizung, weil ich da letztendlich den fossilen Brennstoff einspare. Allerdings merkt man ja schon, Moment mal, die Differenz ist ja gar nicht so groß. Eigentlich ist die Differenz auch nur zu begründen eben, weil ich bei der Gasheizung keinen Strom mit drin habe, den ich einspare. Ich muss den Strom voll bezahlen
und nehmen dann natürlich auch die Steigerung vom Strom mit. Und bei der Brennstoffzelle, da habe ich zwar einen wesentlich höheren Gasverbrauch, aber dafür habe ich den Strom mit drin. Aber dadurch ist das so eine Mischkalkulation und da sieht man eben schon so richtig weit auseinander, sind die Geraden eigentlich nicht. Jetzt habe ich spaßeshalber auch nochmal mit einer Pelletheizung verglichen. Ist ja letzten Endes als System auch, sage ich mal, valide, ne? Wenn man jetzt eine neue Heizungsanlage einbaut. Und ja, auch eine Pelletheizung, wissen wir ja, gehört nicht gerade zu den günstigsten Heizungstypen, aber auch da gibt es natürlich 35% Förderung drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Du liegst mit einer Pelletheizungsanlage auch irgendwo am Ende des Tages in einer Richtung um 12.000 Euro. Das heißt, man kann es ziemlich gut vergleichen mit eben der Brennstoffzellenheizung. Und ja, die Pelletheizung hat natürlich einen riesen Vorteil. Die braucht eben kein Gas, sondern Pellets. Und die Pellets sind durchaus erstmal ein ganzes Stück günstiger als das Gas selber, also pro Kilowattstunde, wenn man das jetzt umrechnet. Und der Pelletpreis ist um einiges stabiler. Der schwankt zwar, aber der schwankt hoch und runter. Der schwankt nicht so. Ja, so. Der schwankt halt immer mal hoch und runter, aber letzten Endes ist der schon relativ konstant. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch da, beim Pelletpreis habe ich jetzt mal 1% Steigerung mit eingenommen. Ja, letzten Endes günstigerer Pelletpreis. Das heißt, unsere 30.000 Kilowattstunden kriegen wir wesentlich günstiger erzeugt mit den Pellets. Das heißt, der hohe Anlagenpreis, den wir haben an der Stelle, wird begünstigt dadurch, dass wir einen sehr niedrigen Brennstoffpreis haben. Aber auch hier die Pelletheizung erzeugt natürlich keinen Strom, das heißt auch die Stromkosten nehmen wir natürlich von Anfang bis Ende voll mit. Aber wir sehen schon, die Pelletheizung ist letzten Endes in der Summe günstiger als natürlich als die Gasheizungen am Ende des Tages, aber eben auch als unsere Brennstoffzelle. Ja, und dann habe ich mal überlegt, ja Mensch, woran liegt das denn, dass unsere Gasheizung ja an für sich so schlecht abschneidet gegenüber der Brennstoffzelle, obwohl sie ja sogar am Ende des Tages weniger Gas verbraucht? Ja, letzten Endes ja daran, weil sie keinen Strom produziert. Aber wie könnte man das ändern? Indem man eine Photovoltaikanlage dazu kauft. Puffer gibt es ja an für sich genug, weil unsere Gasheizung selbst mit Solarthermieanlage kostet ja nur was um die 6.000 Euro und eine Brennstoffzellenheizung liegt ja dann eher so bei 12, 13, 14 oder was. Also da haben wir ja noch Platz nach oben. Ne? So, wenn ich also so viel Geld hätte zum Investieren, dann könnte ich auch die verbliebenen 7.000, 8.000 Euro in eine Photovoltaikanlage investieren. Wie sehe das dann aus? Und ja, das habe ich mir dann mal aufgerechnet. Und das ist ziemlich interessant, Leute, weil dann hast du nämlich deine Gasheizung, die ja per se schon mal relativ wenig Gas verbraucht im Vergleich zur Brennstoffzelle. Ja? So, dazu hast du jetzt deine Photovoltaikanlage. Für das Geld kriegst du so ungefähr, jetzt, ich will das nur so am Rande anreißen, da kriegst du so ungefähr so eine 6 Kilowatt Peak-Anlage. Das heißt, die erzeugt etwa 6.000 Kilowattstunden an elektrischer Energie pro Jahr. Sagen wir mal, du kriegst eine Eigenverbrauchsquote von etwa 40% hin, wenn es gut läuft. Das bedeutet, du verbrauchst circa 2.400 Kilowattstunden direkt. So, und hast eben dann die Möglichkeit, die verbliebenen 3.600 Kilowattstunden einzuspeisen. Ja, dafür kriegst du dann ja auch eine tatsächliche Einspeisevergütung, ne, die zumindest im dreistelligen Bereich liegt. Und ja, den Rest musst du dazu kaufen. Das heißt, 2.600 Kilowattstunden fehlen dir ja noch zu deinem Glück im Jahr. Die kaufst du natürlich ganz normal dabei. Aber nichtsdestotrotz, du sparst einiges an Energie und die Anlage erwirtschaftet ja auch einiges an Geld an der Stelle im Jahr. Und dadurch kommt dann, dadurch kommt dann so eine Kurve hier zustande. Und das, finde ich, ist schon ziemlich überzeugend. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere ganz normale Gasheizung ohne alles, unsere Gasheizung mit Solarthermieanlage und eben nochmal die Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Das heißt, hier haben wir unsere Gasheizung, die auch gleichzeitig Strom erzeugt. Und ja, richtig witzig wird das dann, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit allen anderen Heizungstypen. Jetzt habe ich das mal alles in eine Grafik gepackt. Ist hoffentlich nicht zu unübersichtlich. Die Farben sind immer noch die gleichen. Wir sehen es ja jetzt, unsere Gasheizungen fangen ganz unten an, sind eben die günstigsten Heizungen von allen, haben aber den höchsten oder den teuersten Verbrauch, aber eher bedingt durch den Strom, ja, durch den Stromverbrauch. Dadurch sind die dann am Ende des Tages halt raus. Unsere Brennstoffzellenheizung ist irgendwo in der Mitte und auch unsere Pelletheizung liegt natürlich ganz gut da drin. Die ist günstiger als diese vier Optionen, aber man sieht auch, die sind auch alle sehr nah zusammen. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt einer super mega raussticht, außer einer, nämlich unsere Gasheizung mit Photovoltaik. Die ist tatsächlich ein ganzes Stück günstiger. Und da habe ich nämlich genau das, was ich eben meine. Da habe ich relativ günstigen Gasverbrauch plus, dass ich eben meinen Solarstrom dabei habe.
Und ja, das ist schon in meinen Augen ziemlich witziges, interessantes Konzept an der Stelle. Wobei das jetzt nicht sagen soll, dass Brennstoffzellenheizungen schlecht sind. Wir sehen ja auch hier letzten Endes so. Aber letzten Endes, man sieht ja auch, die Brennstoffzellenheizung an sich funktioniert. Ne? Die ist jetzt nicht teurer als alle anderen, die ist aber auch nicht die günstigste. Also letzten Endes ist das eine valide Lösung, die man benutzen kann. Aber man sieht, es geht eigentlich auch besser. Ja, dann kommen wir nochmal auf die Frage zu sprechen, lohnt sich denn jetzt so eine Brennstoffzellenheizung? Ich hatte es ja eben zwischendurch schon gesagt, letzten Endes ist das Konzept natürlich vollkommen okay. Es ist valide und es funktioniert. Dazu finde ich, ist es ein sehr interessantes Konzept, wenn man eben mit einem Gerät, einem Wärmeerzeuger gleichzeitig auch elektrische Energie erzeugen kann und Wärmeenergie. Ist schon ziemlich cool. Vor allen Dingen eben würde mir sehr persönlich sehr gefallen eben die Kombination mit einem Stromspeicher, weil man da wirklich sehr nah in die Richtung Autarkie kommt, was die Stromebene betrifft. Und das ist schon ziemlich einmalig. Ja? Das ist eben bedingt durch das Funktionsprinzip von der Brennstoffzellenheizung. Ist das schon ziemlich cool. Allerdings, wir sehen es ja auch verbrauchstechnisch, preistechnisch gestaltet. Die Eingangsinvestition ist nicht so hoch, wie vielleicht viele denken. Klar, 25.000, 30.000 Euro für die Anlage. Aber dafür gibt es ja sehr, sehr hohe Förderung. Und dadurch wird so eine Anlage durchaus bezahlbar. Es ist also definitiv eine echte Alternative. Ich habe es jetzt ja in diesem Video nicht mit allen Heizungstypen verglichen. Man hätte das jetzt noch mit Wärmepumpen hier und da vergleichen können. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Grundsätzlich liegen ja alle Heizungen ungefähr in so einem Bereich. Und von daher kann man sagen, da reiht sich die Brennstoffzellenheizung auch sehr gut ein. Aber wir haben es ja auch eben gesehen an den Geraden. Die ist jetzt nicht rausragend energiearm, sparsam, sonst irgendwas, weil das der Pferdefuß an der ganzen Geschichte ist. Die braucht halt Erdgas. So, damit geht das los. Und da verstehe ich auch tatsächlich nicht so richtig die Logik dahinter. Die Brennstoffzellenheizung, die braucht für 30, also für unser Beispiel beispielsweise, da braucht die Brennstoffzellenheizung 40.000 Kilowattstunden an Gas, ne, um unser Beispiel dazu befeuern. Ne. Dafür brauche ich dann nicht so viel Strom kaufen. Eine Gastherme an der Stelle mit Solarthermie braucht aber nur sowas um die 26.000 Kilowattstunden Gas. Also nicht ganz die Hälfte, aber schon ein ganzes Stück weniger. So, eine Gastherme wird total verteufelt, wird immer schlecht gemacht. Wenn du einen Energieberater sagst, du hättest gerne eine Gastherme, dann siehst du schon, wie die Halsschlagader hier rauskommen. So, dann kriegen die meisten schon Schnappatmung. Gastherme wird immer so als böse, böse, böse dargestellt. Oh, bloß kein Gas, fossil, ne? Bei einer Brennstoffzelle ist das auf einmal vollkommen okay, oder was? Ne? Also die braucht genauso Gas. Und das Abgas ist auch genau das gleiche, Leute. Das ist nicht, dass da Einhornstaub rauskommt. Ne? So. Und da verstehe ich die Logik nicht. Dann wird so eine Brennstoffzelle wird gefördert ohne Ende. Eine Gastherme, da wirst du noch, kriegst noch einen für auf den Finger für. Ne? Da, ne? So. Das passt irgendwie nicht. Und vor allen Dingen, wenn man es jetzt mal schaut, ich habe es ja eben mal so ein bisschen plakativ gegeneinander gehalten. Wenn du mal guckst, eine ganz normale Gastherme und von dem Restgeld, von der Differenz, kaufst du dir eine schöne Photovoltaikanlage und lässt das Ganze im System laufen, dann bist du aber über Jahre wesentlich besser aufgestellt als eine Brennstoffzelle, eine Brennstoffzellenheizung, solange sie mit Erdgas funktioniert. Was stellen die Leute sich denn vor? Und das ist auch für mich einer der Hauptkritikpunkte an der Brennstoffzellenheizung. Sie funktioniert mit Erdgas, Leute. Das bedeutet, jede Preissteigerung in dem Segment nimmst du voll mit, und zwar mit Vollgas. Das ist natürlich so, dass die ganze Stück, und das haben wir ja auch eben gesehen, die ist schon sehr weit von der Gasheizung entfernt, weil natürlich der Strompreis auch immer mehr steigt. Und die Energie, die du an Strom daraus gewinnst, die ist natürlich relativ günstig erzeugt mit dem Gas. Ne? Wenn du also sagst, du brauchst ungefähr 10.000 Kilowattstunden mehr an Gas, aber für die 10.000 Kilowattstunden kriegst du 5.000 Kilowattstunden an Strom, ist das schon günstig angelegt. Also so teuer wird Gas auf gar keinen Fall, dass sich das irgendwann nicht mehr rechnet. Die Gefahr hat man nicht. Ja? Aber eben im Vergleich zu anderen Energieträgern und im Vergleich zu anderen Heizungen und anderen Heizungskonzepten, ist das aber auch nichts Besonderes. Und da verstehe ich tatsächlich die Förderungsideologie dahinter auch nicht so richtig. Ne, dass das so gepusht wird, obwohl das megamäßig Erdgas verbraucht, aber auf der anderen Seite ist es aber bei einer Gastherme dann aber wieder nicht so gerne gesehen. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.